Hallo und willkommen zurück zu Black Mirror 3. Ja, ich muss die 3 immer erwähnen, weil ich manchmal denke, vielleicht jemand, das ist ein anderer Teil. Denn ich habe ja auf Black Mirror von 2017 habe ich auch drin. Allerdings ohne Kommentar, weil das Spiel hat dermaßen gehangen. Also da war ich sehr enttäuscht. Und ja, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Geschehen zu Black Mirror 3. Und da sind diese Gemälde, die ich nochmal untersuchen möchte. Mal sehen. Vielleicht ist dieser Durkheim Gordon ja hier dabei. Also es steht zumindest kein Durkheim Gordon dran. Die einzigen Namen sind Lillian, Garmore und Lothar Gordon. Die restlichen Bilder haben nur Jahreszahlen. Wenn ich wüsste, wer von denen wann gelebt hat, könnte man die Auswahl etwas eingrenzen. Ja, wer wann gelebt hat, es gibt ja den Stammbaum, der übrigens im, ich muss es nochmal erwähnen, im neuesten Black Mirror von 2017, der Neuauflage, nicht vorhanden ist, der Stammbaum. Ja, aus welchen Gründen auch immer, aber ich denke mal, es war Zeitdruck, Geldmangel, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht so gut geworden. Aber lass uns hierüber sprechen. Ich gucke mal erstmal auf den Stammbaum. Vielleicht finde ich da ja was. Durkheim Gordon. Mal sehen. Ah, hier ist er ja. Verheiratet mit Lillian Gordon. Durkheim Gordon. Mal sehen. Okay. Wir sind einen kleinen Schritt weiter und ich würde mal meinen, Moment, hier war das, da steht da nur, dass ich vielleicht jetzt Erkenntnis habe, was ich hier machen muss. Lillian Gordon war Durkheims Frau. Ihr Porträt wurde 1662 gemalt. Hier ist eins von 1659. Das könnte Durkheim sein. Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Auch hinten drauf ist nichts Besonderes. Ganz sicher das Porträt von Durkheim Gordon. Der Rahmen ist angekohlt, aber dem Bild scheint der Brand nichts ausgemacht zu haben. Das Stück Rahmen hier scheint lose zu sein. Vielleicht ist es beim Transport rausgebrochen. Aha. Das sieht nicht so aus, als wäre das Stück zufällig herausgebrochen. Eher wie herausgesägt. Was ist denn das? Hier sind 7 kleine Löcher. 7 kleine Löcher. Vielleicht eine Art Reparaturmaßnahme? 7 kleine Löcher? Ja. Wir haben das Teil. Kleine Löcher. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Aha. Aber trotzdem, ich weiß schon, worauf das rausläuft. Denn, liebe Freunde, Fans hätte ich fast gesagt. Nein, ach, das ist falsch. Das ist falsch. Ja, da hinten das Zimmer, das ist ja der Raum oder die Räumlichkeit ist ja immer noch zu. Teezimmer und... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich komme ja von oben. Küche. Teezimmer. Ich glaube, das... Ja, okay. Das war richtig jetzt. Also, Fury, wo ist dein Geheimnis? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Wenn das mal kein Knopf ist. Nichts passiert. Gibt's noch mehr zu sehen? Ja. Ah, da vorne sind doch Löcher. Was ist das? Bilde ich mir das nur ein oder sind das da tatsächlich Schleifspuren?
Ja, wenn hier Schleifspuren sind, dann. Oh, das Menü ist so lang. Ich habe doch so. So viele. Ja, das Ding passt. Aber es sind nur zwei Metallstifte und sieben Löcher. Ja, deswegen, darauf wollte ich hinaus, dass ich die Dings hier verwende. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Oh Mann, halt doch bitte deine Klappe so an. Nein, nützt mir das nicht. Die Zahnstocher passen perfekt rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so einfach nicht geht. Wieso? Mann. Muss ich die erst schneiden oder was muss ich machen hier? Kruzifix. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter. Jetzt nervt's, jetzt ist der Zeitpunkt. Ja, das Ding passt. Aber es sind nur zwei Metallstifte. Muss ich die irgendwie schneiden? Danke Menü, dass alles so weit verbreitet ist. Nein, ich habe nichts zum Schneiden. Ich habe auch das Silikon, wird mir auch nichts bringen. Ein verkohltes Stück Bilderrahmen. Es stecken zwei Metallstifte drin. Ich werd blöd, ey. Das kann nicht wahr sein jetzt. Warum kann nicht mal was einfach sein? Nur so. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Allein nützt mir das nichts. Was bedeutet allein nützt mir das nicht? Nichts. Boah, alter Schwede, den Bleistift brauche ich bestimmt für was anderes. Ja, Menü hin und her und weit und vor und zurück. Ah, oh, ey, ihr geht mir echt auf den Sack im Moment. Sieben kleine Löcher nebeneinander. Könnten zur Belüftung dienen, falls da drin irgendeiner von Mordreds Kollegen wohnt. Sieht aber eher so aus, als müsste man da irgendwas reinstecken. Sieht aber eher so aus. Ja, dann steck doch dein Na dort rein. Die Zahnstocher passen perfekt rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so einfach nicht geht. Oh, ich muss mal kurz eine Pause machen. Mein Kopf brummt gerade für so viel billigen Mist jetzt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. So, jetzt habe ich wirklich einen Cut gemacht und musste erst mal rumherprobieren und bin wieder zu dem Gemälde gegangen, denn das hat ja auch noch was damit zu tun, denn das beinhaltet bestimmt mit Sicherheit den Schlüssel, den ich brauche und die Zahnstocher, die ich habe. Muss ich ja auf die richtige Größe bringen und ich schätze mal, dass es dann hier. Die Löcher sind unterschiedlich tief. Ja, ich schätze das und ich hoffe, dass das klappt. Ha, eine geniale Idee. Ich breche die Zahnstocher alle auf einer Linie ab und stecke sie dann in die Löcher in dem Stück Rahmen. So habe ich ein Abbild des Schlüssels. Wow. So viel Aufregung. Ja. Okay. Ich will ja nur heraus. Puh, das Teezimmer war unten. Wir sind jetzt ja die Treppen runtergegangen. Ja, genau. Okay. Jetzt müsste die Sache funktionieren. Also. Ein Meisterwerk der Improvisation. Zwar nicht so hübsch wie das Original, aber ich hoffe, es funktioniert genauso gut. Ja, es hat genauso zu funktionieren. Na bitte, das passt. Und jetzt ist natürlich. Ah, der Knopf. Ich habe ein Klacken gehört. Ha, geschafft! Hui, ein uralter Brief. Aus Mordreds Zeiten. Mit Wappen und Siegel.
Sieht aus, als käme er direkt von einem König. Der Brief stammt von einem Schreiber des Papstes Innozenz III. Darin steht die weitere Vorgehensweise bezüglich des Zwischenfalls mit Mordred. Brief des Heiligen Vaters Papst Innozenz III. An den getreuen Lord Marcus Gordon, Duke of Black Mirror. Bester Lord Marcus Gordon, ich schreibe in großer Sorge über die Entwicklungen im Fall Mordred. Meinen Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise ist umgehend Folge zu leisten. Als erstes verlange ich strengste Geheimhaltung und die Versiegelung sämtlicher Zugänge zum Ritualraum. Des Weiteren soll eine Akademie eingerichtet werden, um die Möglichkeiten für die 5 kleinen Portale genauer zu erforschen. Was das große Portal angeht, so sind sämtliche Aufzeichnungen dazu umgehend in das Archiv des Vatikans zu übersenden, da das Bekanntwerden seiner Existenz das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern würde. Das Sprechen, Denken und Schreiben über das Schattenportal ist ab sofort ein Akt der Ketzerei und muss nach den Regeln des 4. Lateranum bestraft werden. Die Gordons sind von heute an bis auf päpstlichen Widerruf dafür verantwortlich, dass niemals jemand dem Schattenportal zu nahe kommt. Mit großem Vertrauen in euch und unendlicher Zuversicht in Gott sende ich euch meinen apostolischen Segen. Aus dem Vatikan, 29. September 1213, am Festtag des heiligen Erzengels Michael, Innozenz III. Aus Erde geformt, in Schuld empfangen, zur Strafe geboren, tut der Mensch Böses, das nicht gestattet ist, Schändliches, das sich nicht geziemt, Eitles, das nichts nützt und wird schließlich zur Nahrung des Feuers, zur Speise der Würmer zu einem Haufen Fäulnis. De miseria conditionis humanae, die Unvollkommenheit des menschlichen Daseins. Auf der Rückseite hat jemand etwas notiert. Die Schrift sieht allerdings nicht so alt aus wie die auf der Vorderseite. Der Menhir in der Halle muss versteckt werden. Die Menhire, die rund um das Schloss stehen, scheinen direkt mit den Dämonentoren zusammenzuhängen. Ob es das war, was Victoria mir sagen wollte, bevor sie starb? Wow, das müssen Tausende von Pfund sein. Besser, es erfährt niemand davon. Für den Inspektor wäre das ein gefundenes Fressen. Ich nehme nur ein paar Scheine mit. Als Bezahlung für den werten Herrn Gregg. Ich schließe den Safe sicherheitshalber wieder. Und ich wollte gerade nochmal zugreifen. Ja, okay, wir müssen ja auch unsere Arbeiter bezahlen. Das ist natürlich klar. Also nichts wie vorne raus und ihm sein Geld geben. Ich spreche ihn einfach mal an. Ich glaube, das wird so funktionieren. Das geht schon sein Gang. Denke ich. Hi, Greg. Hey, Adrian. Na, haben Sie die Finanzen geklärt? Diese medizinischen Geräte in Victorias Zimmer, werden die irgendwann abgeholt? Davon gehe ich aus. Sind vermutlich nicht gerade billig. Das wird sich die Diakonie sicher zurückholen. Im Keller gibt's kein Licht. Ist bekannt. Vorerst wird das auch so bleiben. Das Löschwasser hat den ganzen Keller geflutet und dort unten liegen überall Stromkabel. Viel zu gefährlich. Ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Ja, das sieht gut aus. Werden Sie jetzt Ihre Arbeit fortsetzen? Das kommt drauf an. Haben Sie denn was für mich? Die Geländer in der Halle könnten ausgetauscht werden. Das macht der Schreiner schon. Dauert aber noch ein paar Wochen, bis der damit fertig ist. Die Küche sieht ja furchtbar aus. Wann wird da weiter aufgeräumt? Sobald noch mehr Stützen geliefert werden. Momentan würde einem die Decke auf den Kopf fallen, wenn man da was macht. Die Fassade könnte mal von dem ganzen Ruß befreit werden. Sie werden doch irgendwo eine Bürste haben. Ja, nur Miss Santolini meinte, die Fassade wäre nicht so wichtig. Sehe ich etwa aus wie Miss Antolini? Schon gut, Adrian. Ich mache mich ja gleich an die Arbeit. Und ab jetzt, Sir Adrian,
wenn ich bitten darf. Nanu? Telefon? Wer mag das sein? Hallo? Oh, hallo Dr. Winterbottom. Alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo Adrian. Das wollte ich eigentlich Sie fragen. Alles okay soweit, danke. Sie sind schon 5 Minuten zu spät für unsere Hypnosesitzung. Ich habe noch andere Termine und würde diese ungern verschieben. Ach ja, entschuldigen Sie. Ich ziehe mich noch kurz um und komme sofort, okay? Ich bin gleich bei Ihnen. In Ordnung. Bis gleich, Adrian. Da waren Sterne, mitten im Erdloch. Was für ein Erdloch? In das Angelina gefallen ist? Ja, und als ich da reinschaute, habe ich zuerst gar nichts gesehen. Nur Schwärze. Und dann war da aber was in der Dunkelheit. Kleine, flimmernde Lichtpunkte. Bis ich begriff, dass es Sterne waren, die da funkelten, unter der Erde. Eine schöne Vorstellung. Sie waren angeordnet wie ein Sternbild. Welches Sternbild? Das weiß ich nicht. Außer dem kleinen und dem großen Wagen kenne ich kaum eins. Ich schon. Zeichnen Sie mir die Sterne doch einmal auf, Adrian. Vielleicht kenne ich das passende Sternbild dazu. Sternbilder stellen meist mythologische Figuren dar. Vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten. Sieht ein bisschen aus wie die Corona Borealis, die nördliche Krone. Aber die besteht aus 7 Sternen, nicht bloß aus 6. Außerdem ist sie nach oben offen, von der Nordhalbkugel aus gesehen, also kommt ja auf den Standpunkt an. Die Corona Australis, die südliche Krone, die könnte von der Form her schon eher passen. Die ist nach unten offen. Aber die hat noch ein paar Sterne mehr, nämlich 11. Wenn man die Doppelsterne einzeln zählt. Sind Sie sicher, dass auf Ihrer Zeichnung nichts fehlt? Ja, ganz sicher. 6 Sterne, genauso sah es aus. Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kenne kein Sternbild, das so aussieht. Tut mir leid, Adrian. Na, macht nichts. Vielleicht bedeutet es ja auch gar nichts. Vielleicht. Wenn es wichtig für Sie ist, wird es sich früher oder später noch einmal zeigen. Adrian, vertrauen Sie darauf. Und wie geht es Ihnen sonst? Ich meine, als frisch gebackener Schlossherr. Irgendwie seltsam. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben in Boston verbracht, als Darren. Und nun bin ich hier, darf mich der letzte Gordon nennen und sitze allein in einem halb verbrannten Geisterschloss. Zum Glück sind die Handwerker da, sonst hätte ich bald das Gefühl, dass ich selbst ein Geist bin. Ich bin ja auch noch da, Adrian. Sie sind nicht allein. Hatten Sie die Gelegenheit, sich von Ihrer Urgroßmutter zu verabschieden? Ja, das war gut. Sie hat mir noch einiges mit auf den Weg gegeben. Darf ich fragen, was Ihre letzten Worte an Sie waren? Sie hat mir gesagt, wie ich meinen Seelenfrieden finden kann. Ich soll es nicht machen wie mein Vater, sondern den Weg bis zum bitteren Ende gehen und bei den Menhiren anfangen. Bei den Menhiren? Das hat sie immerzu wiederholt. Bei den Menhiren, bei den Menhiren. Es schien ihr enorm wichtig zu sein. Dann sollten Sie das wohl beherzigen. Die Zeichnung nehme ich besser mit. Vielleicht fällt mir ja noch was dazu ein. Ja. Hallo? Darf ich nochmal reden? Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Es ist jetzt schon länger her, dass ich Visionen hatte. Bestimmt 3 Tage.
Was bedeutet das? Ich würde sagen, das bedeutet, dass die Medikamente gut anschlagen. Es könnte auch sein, dass die aufwühlenden Ereignisse der letzten Tage die Bilder der Vergangenheit vorübergehend verdrängt haben. So oder so, wir sind auf dem richtigen Weg. Anscheinend hatte meine Familie Kontakt zum Vatikan. Das ist für ein so altes Adelshaus doch nichts Verwunderliches, oder? Es gibt da Portale, die ich finden muss. Es sind Eingänge zu einem geheimnisvollen Ort, der vielleicht die Ursache für all das Übel ist. Wie kommen Sie darauf? Wer hat Ihnen davon erzählt? Victoria, kurz bevor sie starb. Vielleicht hat sie ja fantasiert. Vielleicht wusste sie nicht mehr, wovon sie spricht. Adrian, ich halte es für problematisch, an einen Ort zu glauben, der für etwas verantwortlich sein soll. Damit schiebt man nur alles von sich weg. Das ist keine Frage des Glaubens. Diesen Ort gibt es wirklich. Vielleicht sollten wir die Dosis erhöhen. Von 60 auf 90 Milligramm. Ich dachte wirklich, wir wären schon weiter. Bis später. Machen Sie's gut. Ich musste gerade niesen, dann hab erstmal das Mikro leise gemacht. Ja, der Part geht nun schon eine ganze Weile. Ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal und vielen lieben Dank. Die Sonne scheint nämlich bei mir rein und deswegen ist es so, dass ich niesen muss. Ja, habe mich wie immer gefreut. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Und ja, werden wir sehen. Also die Menhire, die weisen einen Weg auf jeden Fall. Und ja, zu einer Art Portal. Ich glaube ungefähr noch zu wissen, zu was das weist, hinweist. Ja, genau. Okay, dann bin ich erstmal wieder weg. Bis zum nächsten Part hier bei Black Mirror 3. Ciao.